Wir wollen wirklich Mobilität grüner machen. Deshalb heute auf diesem Pressetag, ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte von Audi, nur elektrische Autos. Wir haben heute gezeigt, 12 Autos werden in 24 Monaten auf die Straße sein. 5 sind Full Electric und 7 sind Plug-in Hybrids. Wir glauben daran, wir bringen es jetzt auf die Straße. Und es gibt keine Premium-Marke, auch nicht in München, auch nicht in Stuttgart, die irgendwo das bringen kann. Es gibt keine mit so einem großen Portfolio. Was wir feststellen jetzt auch mit dem Feedback, die wir von unseren e-tron-Kunden bekommen, ist, dass die sind so etwas von überrascht über das Fahren. Irgendwo gibt es zwischen die Ohren noch etwas zu tun. Die steigen ein, sind relaxed, das Auto irgendwo beschleunigt. Du bist relaxed ins Auto. Wir stellen fest, dass für Audi mit super Design und auch noch Sportiness, die Beschleunigung, das wirklich, es ist, die Begeisterung ist pur, stellen wir fest schon bei e-tron. Und wenn wir jetzt diesen Q4 haben oder irgendwo der e-tron GT-Konzept mit super schönen Linien, ich glaube, das wird das Fahren der Zukunft, hundertprozentig. Also wir stellen hier Vorsprung durch Technik und wir stellen hier Vorsprung durch E-Mobilität vor. Und ich glaube, wenn man das sieht, die ganze Bandbreite, ich sag mal vom Basisauto mit dem Q4 e-tron weit unter 40.000 Euro bis zu dem e-tron GT, ich sag mal der RS von morgen, eine Bandbreite, die schon seinesgleichen sucht, und ich sage Vorsprung durch E-Technologie. Ich sag mal, wir bei Audi stehen ja für Quattro. Das heißt, wir machen immer Quattro sichtbar. Das macht der e-tron auch schon sehr schön. Der Q4 e-tron und wie auch der e-tron GT geht einen Schritt weiter, wo wir sagen, dass diese Muskeln werden jetzt deutlich weicher, kriegen mehr Sex. Und wir verbinden diese weichen Flächen mit ganz wenigen präzisen, scharfen Linien. Das ist für uns der formal der nächste Schritt.